Amigabett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Amiga Bench. Mit diesem Video werde ich den Anfang machen und eine ganze Reihe an Tutorials zur Vampire 1200 Turbokarte erstellen. Diese neue Turbokarte auf Basis des Altera Cyclone 3 FPGA Chips ist in seinem Design und seiner Funktionsweise etwas, das es bisher so nicht gegeben hat für klassische Amigas. Bei näherem Betrachten fällt uns daher auf, dass die altbekannten Reflexe einer herkömmlichen Beschleunigerkarte hier nicht bedient werden. Dadurch kann die initiale Lernkurve für Erstbesitzer ziemlich hoch sein und genau deswegen möchte ich mit diesem Video den Grundstein legen und euch im Laufe der Zeit zeigen, wie man eine Vampire optimal konfiguriert und das volle Potenzial ausschöpft. Das erste und grundlegendste Thema ist meiner Ansicht nach die Installation vom aktuellsten Amiga OS Betriebssystem. Es handelt sich hierbei unangefochten um die beiden Schwergewichte aus der jeweiligen Software- und Hardwarebranche des Amigas im Jahre 2021. Ich denke, dass kein anderes Thema für diesen Anfang würdiger wäre als die Synthese dieser beiden hochkarätigen Produkte. Doch genug der schönen Worte, lasst uns anfangen. Wie sagt man so schön, aller Anfang ist schwer. Und bei der Vampire kann man da schon mal ins Grübeln kommen, vor allem wenn es um die Kick-ROM-Problematik geht. Denn ein essentielles Problem an dieser Stelle ist die Einbindung dessen. Die Vampire wird standardmäßig mit einer gepatchten Version des Kickstart 3.1 ausgeliefert. Dieses ROM befindet sich in einem Flash-Speicher, direkt auf der Vampire, so dass die eingebauten ROM-Bausteine erst gar nicht angesprochen werden. Dazu muss man nun das Kickstart 3.1.4 mit einem sogenannten Softkick in das FastRAM der Vampire laden. Dadurch wird das alte ROM auf der Vampire deaktiviert. Allerdings gibt es bisher keine benutzerfreundliche Lösung. Entweder muss man sich damit behelfen, das Ganze unter WinUAE einzurichten, oder man muss ein bestehendes Zweitsystem auf dem Amiga booten. Beides scheint für uns keine Option, da wir hier das Amiga OS 3.1.4 auf einem jungfräulichen System installieren wollen. Diesbezüglich habe ich die Vampire Map Bootdisk erstellt, welches in Zusammenhang mit Grab Kickdisk aus dem Aminet das Kickstart-ROM ausliest und automatisch einbindet. Einen Link zum Floppy-Image findet ihr in der Videobeschreibung. Es gibt hier auch alternative Lösungen. Man kann zum Beispiel das Kickstart im Flash-Speicher überschreiben und somit dauerhaft ersetzen. Für dieses Video werde ich mich aber zunächst auf das Softkick beschränken und in einer anderen Folge darauf zurückkommen. Zunächst muss man mit Grab Kickdisk die ROMs auslesen und als Abbild auf Diskette speichern. Zu diesem Zeitpunkt muss die Vampire logischerweise ausgebaut sein und die ROMs sich in den Sockeln befinden, damit über Grab Kickdisk ein Zugriff stattfinden kann. Wer keine physikalischen ROMs besitzt und nur die digitale Version gekauft hat, muss hier zwangsweise auf WinUAE zurückgreifen. Dazu einfach das ROM-Abbild in den Emulator einbinden und von der Grab Kickdisk ADF booten. Der Ablauf ist identisch zu dem, was ihr gerade im Video seht. Am Ende des Vorgangs befindet sich nun das ROM auf der Diskette. Im nächsten Schritt muss die Vampire nun eingebaut und mit der Vampire Map Bootdisk der Computer gestartet werden. Folgt man den Anweisungen auf dem Bildschirm, hat man in wenigen Sekunden das ROM erfolgreich gemappt und wird prompt mit dem Kickstartbild begrüßt. Startet man nun von der Install 3.1.4 Diskette, kann man direkt mit der eigentlichen Installation beginnen.
Bevor wir nun das Installationsprogramm starten, müssen wir mit HD Toolbox unsere Festplatte einrichten. Werf dazu bitte vorher einen Blick in die Tooltypes und prüft, ob hier auch das richtige Device eingetragen ist. Falls ihr eure Festplatte, CF-Karte etc. am IDE-Anschluss der Vampire betreibt, muss hier Second SCSI-Device stehen. Der interne IDE auf dem Mainboard kann wie üblich weiterhin mit SCSI-Device angesprochen werden. Um unsere Partitionierung vornehmen zu können, bestimmen wir vorher den Drive-Type und lesen diesbezüglich die Geometrie des Laufwerks aus. Anschließend richten wir unsere Partition ein. Zu Demonstrationszwecken werde ich nur eine Systempartition einrichten. Abhängig davon, welches Dateisystem ihr benutzen wollt, müsst ihr diese noch entsprechend nachladen und konfigurieren. Für das mitgelieferte Fast File System ist schon automatisch durch die Erstellung des Drive Types eine Variante im RDB hinterlegt. Genau gesagt das FFS im International Mode. Wir fügen hier noch den normalen DOS-Type hinzu mit der Endung 1. Und ebenfalls die Variante mit Unterstützung für lange Dateinamen. Hier die letzte Ziffer, eine 7. Stehen diese DOS-Types nicht im RDB, so kann es passieren, dass Partitionen mit eben dieser Kennung trotz Formatierung nicht angezeigt werden. Werfen wir noch einen Blick in die Partitionseigenschaften. Wer eine CF-Karte nutzt, sollte hier die Blockgröße auf mindestens 4096 stellen und gegebenenfalls die Max-Transferrate auf 1FE00 setzen. Letzteres ist nicht zwingend, allerdings kann es je nach Speichermedium passieren, dass beim Hochfahren der Computer mit einem Guru sich verabschiedet. Sobald wir nun die Änderungen abspeichern und den angeforderten Reboot bestätigen, können wir nochmals von der Install-Diskette booten und unsere Partition anschließend formatieren. Haben wir nun alle Vorkehrungen getroffen, können wir die Installation des Betriebssystems beginnen. Hier gibt es nicht allzu viel zu sagen, da uns das Programm durch den Installationsprozess führt und die Einstellungen selbsterklärend sind. Am Ende der Installation gibt es noch einen Hinweis darauf, dass man CPU-spezifische Libraries je nach Bedarf nachinstallieren soll. Für die Vampire jedoch ist das nicht nötig, da der 68080 den vollständigen Befehlssatz aller vorangegangenen Prozessoren der 68000-Reihe unterstützt. Bedenkt bitte, dass hier MMU-spezifische Software nicht kompatibel ist mit der Vampire. Am Ende der Installation können wir nun die Diskette aus dem Laufwerk entfernen und von unserer CF-Karte booten. Zu guter Letzt möchten wir nun den Softkick direkt in unsere Startup-Sequenz integrieren, damit wir hier nicht jedes Mal von der Vampire Map Bootdisk starten müssen. Dazu legen wir eben diese Diskette ein und kopieren aus dem C-Verzeichnis das Programm Vampire Map in den entsprechenden Pfad unserer Systempartition.
Das gleiche Spiel machen wir ebenfalls mit unserem Kickstart-Abbild auf der Grab Kick Disk. Dann bearbeiten wir unsere Startup-Sequence im Editor und tragen unmittelbar an den Anfang den Befehl ein. Somit wären wir mit der grundlegenden Installation fertig. Wir haben also hiermit die Basis gelegt und können nun im weiteren Verlauf das System ausbauen und Vampire-spezifische Treiber installieren. Das gibt es dann allerdings in einem anderen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was für euch mitnehmen. Lasst doch bitte ein Like da und am besten noch ein Abonnement. Somit unterstützt ihr meinen Kanal und helft mir dabei, weitere Tutorials zu erstellen und Projekte zu realisieren. Ich bedanke mich wieder einmal sehr herzlich und verabschiede mich mit meinen Worten. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.